Wie verläuft so das Turnier Ihrer Mannschaft jetzt gerade noch? Ja, ich denke, wir sind ganz gut gestartet. Wir haben das erste Spiel mit 8:0 gewonnen. Das war natürlich wichtig gewesen, das erste Spiel im Turnier gleich zu gewinnen. Auch Spiel 2 und 3 haben wir gewonnen, sodass wir jetzt mit 9 Punkten ganz gut dastehen. Jetzt haben wir uns schon qualifiziert für die Zwischenrunde und haben jetzt das letzte Spiel noch gegen wen spielen wir jetzt noch? Gegen Meerstetten spielen wir noch. Ja, das wird jetzt noch unser letztes Spiel und dann schauen wir mal, ob wir Erster oder Zweiter sind in der Gruppe. Für die Zuschauer, wo jetzt die Spiele nicht gesehen haben, bei dem 8:0 hat der Gaetano Gaudio beim 8:0 einen wunderschönen Fallrückzieher noch erzählt. Das war natürlich sehr sehenswert. Jetzt ist die TSG ja hier eigentlich einer der Titelkandidaten. Wie schätzen Sie die Mannschaft ein im Laufe der Zwischen- bzw. Endrunde schon auf Prognose auf morgen? Ja, ich denke, wir haben heute schon zwei, drei gute Mannschaften hier gesehen. Also Altheim ist nach wie vor eine Mannschaft, die sehr gut ist. Auch Munderkinger überzeugt mich unheimlich. Almerdinger wird heute Mittag erst noch spielen. Also das wird schon ein interessantes Turnier morgen. Also es wird sich lohnen, morgen zu kommen. Sie haben gerade schon angesprochen, der TSV vor allen Dingen ist ja schon so ein kleiner Revierkandidat hier in dem Turnier. Wie schätzen Sie so die Chancen ein? Wer hat da vielleicht die Nase ein bisschen weiter vorne? Ja, in der Halle geht es relativ schnell. Man kann jetzt nicht sagen, okay, wir sind Favorit oder nicht. Das letzte Aufeinandertreffen haben wir im Finale in Almerdinger 4:1 gewonnen. Da haben wir die Almerdinger Mannschaft völlig im Griff gehabt. Aber das muss nichts bedeuten, dass es beim nächsten Aufeinandertreffen wieder so ist. Almerdinger ist eine gute Mannschaft, wird auch in der Rückrunde eine gute Saison spielen wollen. Ich hoffe, dass sie in der Landesliga drin bleibt, sodass wir hier die Rivalität ein bisschen aufrechterhalten können.